Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. Im Teufelskostüm und mit roter Zipfelmütze trifft man Prominente in der Regel nur selten an. Es sei denn, das Fest der Liebe, Weihnachten, steht vor der Türe und der gute Zweck ruft. Auf dem Gnadenhof Sondermoning im Landkreis Traunstein posten Stars mit Gänsen, Miniponys oder Meerschweinchen um die Wette und fühlten sich dabei in ihre eigene Kindheit zurückversetzt. Ich bin also aufgewachsen in meiner ganz, ganz frühen Kindheit mit Kuwasch. Das sind ungarische Hirtenhunde, so weiße, flauschige Hunde, wo ich immer nur weiß, dass die den ganzen Wald mit nach Haus gebracht haben, weil die so langes Fell hatten, also zum Unmut meiner Mutter. Wir haben auch Haustiere. Ich habe damals vom letzten Dreh zwei Kätzchen mitgenommen, die mittlerweile 13 Jahre alt sind und sich bester Gesundheit erfreuen. Ich bin ein wahnsinniger Tiernarr und ich habe viele Hunde gehabt, viele Katzen gehabt, Wellensittiche, Hamster, alles eigentlich. Zudem sollen Tiere ja angeblich die besseren Menschen sein. Auf Parallelen zwischen Mensch und Tier stoßen wir vor allem bei Torwartlegende Sepp Maier, auch genannt die Katze von Anzing. Lassen Sie sich gerade zur kälteren Jahreszeit auch gern mal kraulen daheim auf dem Sofa? Ich werde gerade und kraule auch selber. Rund 4 Wochen vor Weihnachten kommen auch Promis wie Harald Faltermeier allmählich in Weihnachtsstimmung und in Plauderlaune. Wir feiern Weihnachten im Kreis der Familie. Wir haben ein sehr, sehr exotisches Setup. Ich bin immer noch sehr, sehr gut Freund mit meiner Ex-Frau. Und auch die beiden Frauen verstehen sich gut und wir feiern alle miteinander. Kinder, die Mutter lebt noch mit 88. Ja. Kurz vorm Jahreswechsel ziehen die Stars ein Fazit für das Jahr 2014. Ich muss ehrlich sagen, das Jahr ist mir vergangen wie im Flug. Und es war ein hochinteressantes Jahr. Ich bin sehr, sehr glücklich verheiratet seit 23 Jahren. Und wenn da alles stimmt und wenn wir gesund sind, dann ist das für mich okay. Alles andere ist Beiwerk. Ich denke immer, man könnte noch mehr tun. Man könnte noch mehr tun. Und manchmal denke ich, war das jetzt alles, was in dem Jahr stattgefunden hat? Christina Böhm, Tochter des österreichischen Schauspielers Karl-Heinz Böhm, hatte 2014 mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun möchte die Schauspielerin 2015, nach der Erziehung ihrer 3 Töchter, wieder zurück ins Rampenlicht und eine 2. Schauspielkarriere starten. Ich bin jetzt gerade erst wieder operiert worden. Ich hatte ein Loch im Dünndarm. Und jetzt hoffe ich eigentlich, meine Kinder haben gesagt, Mama, jetzt hast du so lange aufgehört in der Filmwelt. Jetzt sind wir groß, Mami, jetzt guck doch wieder. Und jetzt wünsche ich mir, dass ich wieder in die Richtung Schauspielerei wieder gehe, weil meine Kinder sind jetzt wirklich alt genug und jetzt können sie auch mal momentan ohne mich auskommen. Mit Frau Jamila feiert Firek Weihnachten in den USA. Cornelia Korba lässt sich da lieber im heimischen Wohnzimmer beschenken. Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit, in der sich Stars eben auch gerne mal in bunten Outfits oder mit überdimensional großen Zipfelmützen für den guten Zweck ablichten lassen. Auch wenn sie das Schmusen irgendwann satt hatten, so sind es doch die Tiere des Gnadenhofes, denen dieser Auftritt zugutekommt. Na, da schlüpft man doch auch gerne wieder in die Rolle des Profifußballers. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.